Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 der Disney-Prinzessinnen und hauptsächlich Lili, dem Royal Adventure, dem königlichen Abenteuer, auch nicht wahnsinnig viel Royales, wenn ich das bis jetzt sagen darf, und ich bin euer Mr. Wendel 1970, der ohne zusätzlich, ihr könnt übrigens das Getränk dieser Wahl reden, es kommt aus Atlanta, wahrscheinlich schon eingepennt wäre. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Das ist sicherlich nicht der spannendste Let's Play dieser Welt. Obwohl ich mal noch versuche, das ein bisschen spannend zu halten. Ich glaube, wenn ich das hier als Walkthrough... Ich glaube, ich wäre weggepennt, glaube ich. Dich kenne ich noch schon. Hallo, Verrückter. Hallo, der Gärtner schickt mich. Ich soll mit dir reden. Ich habe einen Schlüssel gefunden, mit dem das Tor zum Wald aufgeht. Ein Schlüssel, mit dem das Tor zum Wald aufgeht. Denkt einfach mal drüber nach. Ja, das wird falsch verstanden. Das Waldschloss ist nie ein... Gott, komm. Ich glaube, ich komme dem Labyrinth immer näher, aber zuerst muss ich diese Kiefer aus dem Weg räumen. Geh doch zum Schloss zurück. Ich könnte höchstwahrscheinlich auch zum Gärtner gehen, eine Axt nehmen und den... Aber natürlich kann ich das nicht, weil das Schloss muss mir erstmal sagen, hey Lilly, für einen Baum brauchst du eine Axt. Und Achtung, nächstes Internetbeben. Wallbaum. So, Quatsch mit mir. Hallo Schloss. Brauche ich eine Axt? Hallo Lilly. In der Bibliothek liegen neue Bücher, die du sortieren musst. Bitte geh in die Bibliothek. Ja, natürlich. Ja. Oh, komm. So. Nächster Level. Oh, da ist was dazu. Oh. Sind wir schon hier in Hart? Dann wird das interessant, glaube ich. Na gut, das kriegen wir auch noch hin. Na, der war... So, Durchmarsch. Zack, nur ein Fehler. Also wenn das der Maximallevel ist, dann sage ich mal, das schaffen wir. Ich glaube, ich habe einen neuen Hinweis entdeckt. Es besteht... Tiefe Wasser bergen tiefe Geheimnisse. Hui. Und tiefe Stimmen beherbergen besser nicht. Lilly, der Gärtner, hat mir erzählt, dass im Dorf im Westen eine Frau lebt, die viele Geheimnisse kennt. Das ist auch schön, dass die alle Geheimnisse kennen, ne? Nicht Fakten, Wahrheiten, irgendwas, Tipps, Hilfe. Nein, sie kennen Geheimnisse. Hm? Merke. Galileo Mystery, sag ich nur. Es gab kein Roswell. Roswell ist überall. Ja. Wenn du sie findest, führt sie dich vielleicht zu den Diademen. Ich gehe sie suchen. Wie immer. Denk dran, der hat noch ein Problem mit seiner Kiefer. Aber da ich hier alles ja linear machen muss, kann ich da hoch? Ja, kann ich, ne? Ja gut, dich kenne ich auch schon. Kennst du einen Geheimort, wo das Wasser tief ist? Brunnen. Hatten wir schon. Ja, ich kenne eine magische tiefe Stelle im Fluss. Aber du findest sie nur, wenn du einen Zaubertrank mit speziellen Samen zubereitest und du musst ein blaues Kleid tragen. Geh in den Wald und suche blaue Samenkörner. Sprich mit dem Mann im Dorf im Westen und bitte ihn, dir zu helfen. Weil ich selber zu doof dazu bin. So, wo müssen wir denn hin? Was ist eigentlich der Unterschied? Was ist denn ein blauer und roter Pfeil? Achso, roter Pfeil, dann sehe ich unsere eigene Figur. Und rot ist der Zielhafen oder sowas. Okay. Weiß ich nicht, warum ich ewig unsere Figur sehen will, aber vielleicht nimmt Lilly ja auch während der Reise zu. War ich ja eigentlich schon im Labyrinth? Ich skippe das einfach. Ich habe übrigens das Labyrinth, glaube ich, gelöst. War total schwer übrigens. So. Ist auch schön, dass der... Kann ich hier rein, ne? So. Weißt du, wo ich blaue Samenkörner finden kann? Mein Bruder kennt sich mit Samen aus. Du findest ihn im westlichen Teil des Waldes. Sagt dir der Begriff leck mich was? Alter, ich
Stellt euch das mal bitte sehr ohne Turbo vor, ey. Alter. Meine Fresse. So, wo ist der denn? Natürlich muss der, ist der erstmal ganz weit weg. So. Du bist neu? Oder kenne ich die schon? Kannst du mir helfen, blaue Samenkörner zu finden? Da drüben sind blaue Samen. Hab sie auf und bewahre sie an einem sicheren Ort auf. Die Inhaberin des Zaubertrankladens weiß damit etwas anzufangen. Danke. So. Alles zurück. Boah, wenn ich mir vorstelle. Jetzt stellt euch das bitte mal vor, wenn ihr das wirklich richtig zocken müsstet. Boah, das ist doch. Ist doch null Unterhaltung. Ich bin sowieso gespannt, wie das gerendert wird, weil diese High-Speed-Geschichten mögen die ganzen Videobearbeitungsprogramme überhaupt nicht übrigens. Achso, ich darf ja wieder nur dich anreden, da wo ich da sein darf. Kannst du mir helfen, einen Zaubertrank zu mischen? Ich brauche ihn, um das Geheimnis im Fluss zu enthüllen. Ja, ich kann dir dabei helfen, einen Zaubertrank zu mischen, mit dem du lange unter Wasser bleiben kannst. Aber damit es klappt, brauchst du auch einen blauen Pilz. Natürlich brauche ich einen blauen Pilz. Geh zurück zum Schlossgärtner. Er weiß, wo blaue Pilze wachsen. Und wir haben immer noch dieses scheiß Mini-Quest mit der Kiefer. Nicht, dass wir das vergessen. Kann das sein, dass das jetzt mal ein bisschen... Ich sage mal, die Quests ein bisschen länger werden. Hallo Gärtner. Weißt du, wo ich einen blauen Pilz finde? Hier sind ein paar blaue Samenkörner. Blaue Samen? Dann pflanz sie dort hinten ein. Blaue Samen sind Zaubersamen, aus denen blaue Pilze wachsen. Falls im Hintergrund irgendwelche Leute gerade hört, das sind Biologen, die sich gerade erschossen haben. Bip. Blaue Pilze sind ungesund, das wissen wir seit Mario. Nicht nehmen. Ein blauer Pilz. Ich bringe ihn lieber in den Zaubertrankladen zurück. Wieso, ich soll's... Alter, hast du nicht gesagt, du sollst alle Samen pflanzen, oder solltest du nur einen pflanzen? Richtig. Wenn Lilly gesagt wird, wir brauchen nur einen Pilz, dann stellen wir auch nur einen Pilz dar. Muss ich schon sagen, Lilly rettet die Umwelt. Captain Planet ist stolz auf dich. Schau, ein blauer Pilz. Jetzt können wir dir einen Zaubertrank mischen. Mach das. So. Es ist wieder Zeit für... So, blau, gelb, weiß, Zyan, Zyan. Blau, gelb, weiß, Zyan, blau. Und ich bin nicht gut in solchen Sachen. Gut, der Zaubertrank ist fertig und hier ist ein blaues Kleid für dich. Die Schneiderin hat mich gebeten, es dir zu geben. Ach, ich muss da nicht mehr hin? Oh, nö. Nö, also so kann ich nie arbeiten. Danke, jetzt versuche ich den verzauberten Flussabschnitt zu finden. So. Das ist schön, aber wir müssen, glaube ich... Wieso ist der jetzt da? Und vor allem, was ist mit dieser scheiß Kiefer? Oder kommt das noch später? Also ich meine, es ist klar, wenn wir jetzt hier in einen Fluss müssen, es ist wohl, glaube ich, relativ klar, welche Prinzessin jetzt dran ist. Aber, bin ich hier richtig? Ja. So. Okay, das Tor ist... Naja. Hey, das hört sich nach Musik an. Ja gut, ich meine, warum nicht? Ist ja wahrscheinlich auch die Prinzessin mit dem besten Musikgeschmack. So gesehen. Warum auch nicht? Oh, man ist noch langsamer hier. Na, das ist ja... Da ist aber nichts, ne? Ach, soll ich wirklich... Aber cool, ne? Ist ja immer ganz witzig. Ulla. Ist immer noch ein heißer Feger. Tut mir leid, wenn ich störe, aber hast du einen kleinen Fisch gesehen? Ich rate, wonach wir suchen. Er ist sehr schreckhaft und versteckt sich sofort. Nein, habe ich nicht. Aber soll ich dir beim Suchen helfen? Ja, sicher. Vielen Dank. Wie heißt du denn? Ich bin Lilly und wohne über dem Wasser. Und wohne über dem Wasser.
Auch. Thinking. Nicht, ich bin Bewohner an Land. Nein, ich wohne über dem Wasser. Ah, andere wohnen über der U-Bahn, in der Diskothek, in der Kneipe, in der Apotheke. Die wohnt übers Wasser. Der Einzige, der jetzt aufhorcht, ist wahrscheinlich Moses. Ich suche auch noch etwas. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen, Lilly. Ich bin Ariel und in der deutschen Fassung richtig geschrieben und nicht wie in der englischen, wie es dann ein Spülmittel ist. Und ich stecke in großen Schwierigkeiten, denn ich komme wieder zu spät zum Gesangsunterricht. Immer dieser Fabius. Ich helfe dir, Fabius zu finden, zu suchen. Keine Sorge, das ist übrigens auch falsches Deutsch. Nicht zu suchen helfen, sondern es geht ja darum zu finden. Ja. Danke, Lady, sobald wir Fabius gefunden haben, helfe ich dir. Vorher nicht. So, aber immerhin. Ich finde den Sound cool. Also das ist schon... wo muss ich denn hier hin? Nie ist klar. Ich meine... Ich wollte gerade sagen, ist es klar. Logisch, wenn ich jetzt irgendwie gewusst hätte, ich suche nach einem Fisch, hätte ich wahrscheinlich alle Flüsse abgesucht. Aber wir haben mal die tolle Automap-Funktion. Oder wir können auch vorspulen und direkt in den Fisch rennen. Du musst Fabius sein. Ich bringe dich zu Ariel zurück. Sie macht sich Sorgen um dich. Bah, cool, ey. Schön, aber das ist ja eine Mini-Quest. Das ist ja nicht wirklich lang. Sind ja erst 11 Minuten in der Folge. Nein. Schon durch das richtige Portal. Aber ich finde den Sound geil. Komm, genießt mal ein bisschen. Für die zwei Leute, die noch dran sind. Wahrscheinlich der Galvatrons. Der Pink Cap. Der Rimtur. Isabella vielleicht. Also wenn nicht viele, glaube ich. Ah. Fabius, du kleiner Feigling, wo hast du dich versteckt? Du kleiner Feigling. Prost! Ich weiß, der Gag ist so schlecht, aber ich muss ihn machen. Versteckt. Er hatte sich im Seegras verheddert. Hat er? Hat der Schlossbrunnen? Oder die Schlossabsicherung der Brücke Seegras? Ich weiß es nicht. Er hatte sich im Seegras verheddert. Zum Glück hast du ihn gefunden. Er bekommt Angst und weiß nicht mehr, was er tun soll. Ist das eine Schildkröte oder was? Lilly, wie kann ich dir jetzt helfen? Ich suche 6 verschwundene Diademe. Mal sehen, was ich in meiner Sammlung finde. Sind die immer sowas wie ein Dingsbums? Die Gegenstände haben verschiedene Namen, wer die Filme kennt. Ja. Übrigens ganz toll, ich habe ja jetzt die Chance gehabt, ich weiß, das ist total off-topic, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir wollen auch mal ein bisschen immer Unterhaltung haben. Ich habe tatsächlich jetzt mal die Chance gehabt, beide Synchronfassungen gegeneinander zu halten. Also es gibt ja vom ersten Film eine Originalverfassung mit Ute Lemper und Hasse nicht gesehen. Und dann gibt es ja nochmal eine nachsynchronisierte. Obwohl die nachsynchronisierte ein paar Übersetzungsfehler korrigiert, bleibt bei der Originalfassung. Das ist so qualitativ 10 Nummern besser, aber Gott. Egal, ich weiß nicht, warum Walt Disney das gemacht hat. Wenn das jetzt einer weiß, bitte in die Kommentare. Ich glaube, der Liefers war dann auch in der neuen Synchronfassung, glaube ich. Auch, ja, die neue Synchronfassung ist nicht schlecht, aber die alte ist halt 10-mal qualitativ besser. So, bupp. Ich habe ja mindestens 20, weiß nicht was. Helfen die dir weiter? Nehme ich. Das ist ein RPG, hallo? Das ist eine Fetch-Quest, alles mitnehmen. Oder muss ich Microtransactions jetzt machen? Für 2,99 € kriegen sie jeweils ein Dingsbums. Leider nicht, aber vielleicht hilft mir der Schlüssel weiter. Darf ich den haben? Einen Schlüssel? Ich dachte, das wäre ein Fitzelfupp. Immerhin. Positiv für die Übersetzung. Nimm ihn mit. Ich kann mir damit mal nicht mal die Haare kämmen. Er ist zu klein. Das machst du ja auch nicht mit dem Kamm, mit dem Schlüssel. Das machst du ja auch mit einer Gabel. Danke, Ariel. Gern geschehen, Lilly. Vielleicht funktioniert der Schlüssel bei deinen Haaren besser als bei meinen. Und hoffentlich findest du bald die Diademe. Komm uns jederzeit wieder zu besuchen. Ich glaube, das tun wir nicht. Nice.
Also die Bilder sind jeweils recht gut gelungen, wenn es auch ein bisschen sehr, naja, Disney-Anime-Style ist. Ich glaube, es gibt aber auch von den ganzen Disney-Fritzen auch so Anime-Versionen. Ich glaube, das hat Disney, glaube ich, auch gemacht. Von Marvel, für die Leute, die das nicht wissen, gibt es auch Anime-Versionen der ganzen Marvel-Superhelden. Eben, ne, logischerweise für den japanischen Markt genau andersrum umgesetzt. Und ich glaube, das gibt es von denen auch. So, jetzt muss ich eh zurück zum Schluss. So, du wirst nicht glauben, wen ich getroffen habe. Den Herrn Kaiser? Klack! Ah, wer den Werbespot noch kennt, der ist wirklich alt. Eine Meerjungfrau namens Ariel. Und sie ist eine Prinzessin. Lilly, das ist ja wunderbar. Ariel lebt unter dem Meer. Unter dem Meer! Unter dem Meer! Oh, die Fische sind im Wasser! Ja. Und hat eine wunderschöne Singstimme. Als ich sie das erste Mal singen hörte, war ich völlig verzaubert und es lief, Achtung, Grüße an den Starkiller, Frozen von Madonna. Und jetzt, Liebes, sprich mit dem Gärtner. Wie ich hörte, gibt es Neuigkeiten über die Diademe. Lass mich raten. Fetch Quest. Okay, wir haben immerhin schon 4 Prinzessinnen. Es gibt nur 6. Das weiß ich. Hallo Schloss. Das ist auch so geil, wenn das völlig falsch liest. Hallo Schloss. Hallo Wald. Hallo Otto. Otto, Otto, Otto. Ja, hallo Echo, ne? Ja, nochmal. Hallo. Schloss Sonnenschein sagte mir, ich solle mit dir über die Diademe sprechen. Hallo Lilly. Hatten wir das nicht schon ein paar Mal? Der Mann nördlich von hier war sehr beschäftigt. Vielleicht solltest du ihn besuchen gehen. Lass mich ran, der kriegt den Baum immer noch nicht weg. Aber wir holen uns ja keine Axt, weil die sind ja auch doof. Wir könnten in jedem Baumarkt dahin gehen, denn da gibt's immer was zu tun, aber... Hä? Ist der Baum jetzt weg? Hä? Was? Hallo, oh, was für ein wunderbares Labyrinth. Woran hast du es erkannt? Kannst du dieses Tor öffnen? Noch nicht. Ich muss noch ein wenig an dem Schloss herumtüfteln. Ich habe gehört, tief im Wald befindet sich etwas Altes. Was damit wohl gemeint ist? Opa? Etwas Altes? Das klingt aber spannend. Vielleicht findest du in der Bibliothek ein Buch, das dir mehr über die Geheimnisse des tiefen Waldes verrät. Oh, das machen wir eben noch. Mein Gott, ey. So, jetzt machen wir also wieder hier... Obwohl, jetzt wissen wir gleich mal eben... Wie? Das ist ja eh zur Bibliothek, das wissen wir noch. Hallo, Schloss! Hallo, Lilly! In der Bibliothek liegen neue Bücher, die du sortieren musst. Bitte geh in die Bibliothek, das weiß ich. So, wollen wir mal gucken. Ob es einen neuen Schwierigkeitsgrad gibt. Ich meine, hier ist der Vorteil... Oh, Quatsch. Das ist jetzt aber mal ein bisschen mehr, ne? Hier hat man aber den großen Vorteil, dass es nicht mehr Bücher werden. Deswegen sollte man das auch noch immer hinkriegen. Ja, danke. Boom. Jetzt sehe ich das gerade mit der Sonne und den Regenwolken. Boah, ist ja fast von den Glücksbärchis geklaut. Das ist nicht ein gutes Zeichen. Woher stammt das bloß? Vielleicht war dieses Buch ein Geschenk anlässlich des Festes. Hier in dem Buch steht etwas. Da steht, das Buch ein Zauberbuch ist und nur von der Person in einem schönen Kleid aufgeschlagen werden kann, das die magischen roten und grünen Edelsteine findet. What? In den Bergen, in denen die Bergarbeiter arbeiten, befinden sich magische Edelsteine. Sie schlürfen sie dort. Sie wissen sicher, wo die roten und grünen Edelsteine findet. Ja. Das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bin euer Mr. Wendel 1974. Ich glaube, ich weiß noch, welche 2 Prinzessinnen es gibt. Ihr könnt ja mal rätseln. Ich weiß aber jetzt nicht, welche wann kommt. Und ich glaube, dann ist tatsächlich Endgame. Also dann gibt es, glaube ich, die Quest, von der ich immer der Meinung war, dass die Fee nicht früher kommt, glaube ich. Und dann war es das. Naja. Spaß sieht anders aus, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber egal, jetzt sind wir so weit, dann spielen wir es auch durch. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.